Auf geht's. Ich gehe vor, gehen wir in Reihe. Ich bin 5, ich gehe ganz hinten. Ich bin 4. Was war nochmal GPS? Steuerung M oder so? Steuerung M, ja. Rechte Steuerung. Jo. Nach links ausgerichtet, also die Reihe. Okay. Also wie gesagt, amerikanische Truppen sind unsere Feinde. Amerikanski. Das Anastasis kennt ihr schon. Ja, ja, ich habe mich schon eingeschossen heute. Eigentlich, dass ich die Vierecke bei euch sehe. Das sieht blöd aus. Irgendwie läuft es sehr langsam. Wer ist denn das neben mir? Jolly. Ich bin ja. Ich habe das Nachtsichtgerät ein- und wieder ausgeschaltet und ich glaube, da wurde er langsamer, weil er schwarz war. Ach, wird er dann langsamer? Genau. Was geht vor Anastasius? Hier hinten bist du nicht mehr zu hören. War auch noch wichtig. Das hab ich gehört. Verteilt. Okay, und weiter. Oh, es wird anstrengend hier im Berg hoch, die ganze Zeit am Berg lang und hoch. Ich habe auch gleich Blasen. Außerdem ist es kalt geworden die Woche. Boah. Frisch, ey. Du hast gut, du hast deinen dicken Pelz schon übergeworfen. Ja, aber weißt du, wie das Ding stinkt? Okay, damit sieht dich uns richtig keiner. Hat auch Vorteile. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier oben zu den Sniper irgendwo eine Position kriegen, wo man was sehen kann.
Ach ja, der Mond. Ja, ich hab, glaube ich, einen Schuss gehört. Habe ich nichts gehört? Von links? Nö, nur das Wald draußen hier. Ich sehe Pilze, du sollst sie nicht essen. Fabrik? Die Fabrik, genau. Also Elektrowerk da. Wir sind Schornstein, sind wir ja schon mal. Ihr wart hier wohl schon öfter Urlaub machen, hm? Ja, ja. Boah, ich brauche eine Dose Cola und eine Packung Boden. Vielleicht hat ja ein Jäger in einem Hochstand was liegen gelassen. Ah, hier. So. Bitte Böen, hier kann sich der Sniper mal häuslich niederlassen in der Gegend. Man kann ja hier jetzt in Richtung 200 wunderbar ins Dings in die Fabrik einsehen. Ich sehe da auch schon ein paar Leute stehen. Wer möchte denn hier bleiben als Spotter? Vielleicht einer mit Vektor, ich habe nämlich keins. Warte, Vektor. Hab ich auch nicht angepackt. Scheiße, ich sehe ja hier nichts, ey. Also ich habe eins. Ja, dann bist du ja schon fast prädestiniert, wa? Gut, ja. Dann bleibt Jolly hier. Der Rest kommt mit mir. Ja, man hat wirklich kleine bescheidene Sichtbühne. Guck mal, hier unten, wo ich jetzt stehe, hier hat kein Pflanzenbewuchs. Vielleicht ist hier besser. Edgar, hier unten hat kein Pflanzenbewuchs, wenn du ein paar Meter weiter runter gehst. Musst du mal gucken, da findet sich irgendwo eine Position, denke ich. Bestimmt alles von Killerameisen leer gefressen, da die Ecke. Okay, wir gehen ein bisschen weiter nach links. Wir versuchen dann mal zu flankieren. Würde ich vorschlagen. Was war eigentlich unser Auftrag? Ach ja, die Triple A. Triple A. Also wenn der gelbe Pfeil unser Ziel ist, müssen wir nach links. Ich weiß nicht, hast du das Ziel auf aktiv gesetzt? Nee. Also wenn das weiter links ist, der gelbe Pfeil, ich sehe den gerade nicht, dann ist das bestimmt unsere Extraction Zone. Das wandert aber, wenn ich da gerade hingucke. Jetzt müssen wir uns mal gucken. Der gelbe. Lass mal gucken, wo diese große Fabrik ist. Da, wo der rote Schornstein ist. Der rot-weiß, das kann doch gar nicht verfehlen hier. Ja. Wenn du das sagst, stimmt das. Wir machen mal einen kleinen Beobachtungshalt. Was ist da auf dem Dach? Da sind schon mal Gegner.
Ah, das ist die AAA. Das sind zwei Typen mit einer Stinger. Dann ist da ein Flakscheinwerfer. Dann sehe ich dahinter eine, drei Mann stehen. Einer patrouilliert gerade. Der kriegt jetzt unter dem Durchlass in der Betonmauer durch. Der hat auch einen AT-Werfer. Meine Optik hat eine Nachtsicht drin. Kann man die ausschalten? Wer hat eine Nachtsicht? Ich. Ja, wo? Enten. Wenn ich durch die Optik gucke von dem Gewehr. Nee, dann hast du ein Gewehr mit Nachtsicht. Ach, schön. Ja. Rechts vom Gebäude sehe ich drei Sniper-Team am Lead. Wir haben hier eine ganze Patrouille, die da um das Gebäude läuft. Das sind sicher mindestens 10 Mann bis jetzt, die ich gesehen habe. Ja, Copy, die haben wir auch schon gesehen. Zusätzlich haben wir die das AA-Team erkannt. Das steht auf dem Dach mit zwei Stingerwerfern. Auf dem vorderen großen Fabrikdach und da hinten auf dem etwas kleineren Fabrikdach steht noch einer mit einem Flakscheinwerfer. Verstanden, die beiden auf dem Fabrikdach, auf dem orangenen Gebäude, die habe ich entdeckt. Den Flakscheinwerfer sehe ich auch, den könnte ich ausschießen dann. Copy. Wir gucken mal, wo wir jetzt in Position gehen für den Angriff und dann melden wir uns nochmal. Ihr könnt ja euch schon mal häuslich einrichten auf das Stinger-Team. Verstanden. Ich kann die Empfindlichkeit von dem Nachtsichtgerät auf 0 setzen, dann passt es. Okay Jungs, wir gehen nochmal ein Stück zurück. Wir gehen jetzt hier links hinter der Kuppe nochmal ein Stück weiter runter, um dann tatsächlich flankieren zu können, damit wir dem Sniper-Team ein bisschen den Rücken frei halten. Ja, denk dran, ich habe noch so einen schönen Thermobarischen, aber wir haben noch ein paar mehr Aufträge, ne? Ne, wir haben eigentlich nur den einen tatsächlichen Auftrag. Wir sollen dann einfach beim Angriff noch mit unterstützen. Aber für die große 10-Mann-Patrouille kann der thermobarische Sprengkopf schon hilfreich sein. Wenn ich dann jetzt hier noch ein Schussfeld finde für mein MG, dann ist das natürlich richtig legal. Ja, das wäre mein Ziel, dass wir dann, dass die quasi von oben anfangen zu ballern und am besten wir noch nicht entdeckt sind und wenn die alle losrennen wie die Heuschrecken, dann von der Seite das MG reinhalten. Das wäre so das Ziel der Aktion. Okay Jungs, wir legen uns hier mal hin. Und bewegen uns mal liegend vorwärts. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Das geht aber auch schneller. Einzelne Sniper-Team, wie weit seid ihr? Sniper-Team, hört ihr mich? Eins vom Sniper-Team, wir sind bereit für... Hallo, Sniper-Team! Die haben sich gerade schon... Hier, Sniper-Team, wir sind bereit, hörst du uns nicht? Ah, nee, jetzt habe ich euch das erste Mal gehört. Habe ich nicht über Funk gesprochen? Doch, doch, ich habe ihn gehört. Ja, kann nur sein, weil wir hier gerade kriechen und manchmal der Hügel vielleicht im Weg ist oder so. Okay. Nee, das ist suboptimal hier irgendwie, naja. Also wir müssen schon noch bis zu den Bäumen vor. Jo.
Wo ungefähr befanden sich diese 10-Mann-Patrouille? Die war im Compound. Die ist um das orangefarbene Gebäude rum patrouilliert. Okay. Gesehen hatten wir sie jetzt auf der von uns gegenüberliegenden Seite, aber da die da rumlaufen, können die jetzt natürlich woanders sein. Das Problem ist, hier hat es wirklich arg wenig Deckung. Arg wenig ist gut. Müssen wir mal gucken, ob wir hier an den Bäumen irgendwie uns abknien können oder so. Das sind zumindest zwei dicke Bäume. Ich gehe mal rüber zum rechten Baum, denn steht hier mir auch nicht im Weg, falls ich die Rakete benutzen muss. Na, hier der linke ist beschissen. Ich habe mir gesagt, ja, wieder hinlegen, ich krieg nochmal weiter vor bis zu der Kante, hoffentlich werden wir da nicht gesehen. Der rechte könnte ganz gut passen hier. Soll ich hier bleiben? Ja, wenn du da was siehst, kannst du da gerne bleiben. Also da, wo ich jetzt klick, habe ich die ganze linke Seite vom Dach nicht mehr gesichtet. Also ich habe hier eine gute Sicht. Juma, du könntest mal vielleicht hier an dem... Und dann hier mit doppelt E rumgucken und dann könntest du vielleicht mit Shift, genau das geht, mit Shift Space kannst du dann hier am Baum die Waffe deployen, wenn du kniest. Also ich habe hier richtig gute Sicht aufs Dach und kann sogar liegen dabei. Wenn jetzt Sniper Team hat auch Sicht aufs Dach, auf alle drei. Genau, und jetzt kannst du rangehen, ein bisschen näher noch an den Baum, sodass der V-Pod an den Baumstamm deployen kannst. Wenn du dann Shift Space drückst, dann machst du die Waffe seitlich. Eins vom Sniper-Team, irgendwie die stehende Patrouille ist verschwunden. Ja, verstanden. Schuss? Da feuert was. Die liegen auf dem Dach, die liegen. Jo, die liegen. Ja, Feuer frei. Schlecht an. Wo liegst du?
Kannst du dich selbst versorgen? Scheiße. Hallo? Hilfe! Bin wieder da, bin verletzt, muss gucken, ob ich mich selbst versorgen kann. Wie schaut's bei euch aus? Wir haben das Task accomplished, wir müssen raus hier. Kann nicht laufen. Kann nicht laufen. Ich gebe euch Rückendeckung, macht, dass er wegkommt. Nein, nein. Kümmerst du dich um den anderen? Ja. Der zweite Stinger auf dem Dach, den hatte die Ewigkeiten stehen lassen, den hab ich mir nachher noch weggeschossen. Ich hör dich, ich beschuss hier. Okay, kannst du laufen? Brauchst du Morphin? Brauchst du Morphin? Ich? Jetzt sieht's bei mir gut aus. Nichts mehr weiß und so. Warte. Ja, ich fall wieder hin. Ich kann dir laufen helfen. Nimm das an. Okay. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Was? Das Bein davon ist tot. Okay, dann komm. Gib mir Deckung. Ich bin dann zurückgekriechen. Ja, zurück. Wir kriechen hier, wir laufen zurück. Lauf, lauf und schön im Zickzack. Zur Extraction Zone. Aua, aua, aua. Das tut so weh beim Laufen. Irgendwo müsste noch ein Türchen sein. Was? Aua, aua, meine Arme, meine Beine, alles durchschossen. Ja, wir kriegen die schon noch heim. Ah, Raskel und Boomer, die sind vorne gefallen.
Ah, fuck, bist du schwer, ey. Oh Gott, das blutet überall raus. Die Löcher, das sieht ja... Wow. Kann man hier nicht heilen? Versuch mal, runter zu bringen. Boah, nee, ich kann ihn nicht heilen. Nee, nee, ging nicht, ging nicht. Also ich kann es jetzt gerade nochmal probieren, wir sind jetzt ein bisschen weg hier. Jo, hinlegen. Oh, ich hab noch den Raketenwerfer, falls hilft. Ja, kannst du den abwerfen? Auf ein Ziel? Ja, Moment. Ich versuche ihn zu heilen, Moment. Ach so, warte, wenn ihr hinter mir steht, dann kann ich den nicht abfeuern. Das wird ja, uns heiß. Ja, warte mal, vielleicht ist das ja auch hier. Da hinten ist es, auf der Straße. Das ist zu weit, ja. Oder? Ja, ja, das ist ziemlich weit. Epiphyrin, Morphin und Erste Hilfe. Erste Hilfe, dann mach Erste Hilfe, dann kann er laufen. Das konnte ich eben nicht. Hoffentlich sieht mich der andere Typ nicht dein Fahrzeug. Die sind weit weg. Oh, schwindelig. Ich glaube, das sind unsere. Oh. Nee, das sind Amis. Quatsch, das sind Bradley. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, hier vorne kommt direkt ein. Oh, direkt Scheiße, vor uns. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ist er gleich fertig? Oh, das sieht übel aus. Ein Drittel ist noch, ein Drittel, 25% noch. Sieht ihr uns? Macht ja, ihr den was? Okay, Anastasius, mach gleich deine Waffe bereit und dann auf den Bradley. Jetzt ist gut. Nee, auf den Striker vor uns. Geht ein bisschen weg von hinten. Wo ist er? Ach, da ist er. Hinter mir weg. Vorsicht, links kommt noch einer. Jetzt weg. Jetzt abhauen. Ja. Bin schon ein bisschen zickzack gelaufen hier. Johnny! Ich komme, ich bin da. Hab ich ihn getroffen? Oh, gerade zusammengeflickt und jetzt so weit laufen. Mann, ihr seid aber auch verrückt. Schnell hier runter, wir müssen hier abhauen. Wo müssen wir durch? So nicht zu weit nach unten. Ich höre einen Heli. Heli hat uns gerade links passiert. Oh Mann, Heli, komm doch wieder, Scheiße! War das unsere?
War das unser Heli? Ja, das ist unserer. Ach gut, immerhin. Okay, er kommt zurück. Anastasia, warum hast du keinen Helm an? Das ist natürlich fahrlässig. Ach, ja. Kannst du irgendwas machen, Jolly, dass der landet? Ja, habe geguckt. Aber ich habe kein Funkgerät hier. Action-Menü? Moment. Negativ. Achso, wenn denn ja Jolly, ne? Ja. Nee, also Eigenversorgung, Magazine, Brillen, Masken. Nee, drück mal die Taste über der Enter-Taste. Ah, Status und dann Antworten. Custom? Auf Deutsch? Weiß ich nicht. Tja, das da hinten ist aber ein Huey, ne, der da lang wackelt. Ne, ich bekomme nichts da individuell und Kommunikation, aber ich kann da nichts sehen. Ja, warum kommt dieser scheiß Helikopter denn nicht? Gehen wir da noch ein bisschen, noch. Der gelbe Punkt, der liegt noch bei, ja. Ich weiß nicht, Boomer oder Raskel oder wer auch immer noch im Einsatzgebiet liegt. Kannst du, mach nochmal, hier Backspace. Quatsch, Space. Da ja. Steht einer weniger. Wo bist du? Der Striker ist bei uns ganz in der Nähe laut Map. Der kommt zu uns. Zur Küste ein bisschen weiter ran. Und unten bleiben. Du Scheiße. Hast du noch eine Waffe? Nee, ne? Nee. Ja, dann war's das jetzt. Guck mal, jetzt, ich habe die Aufgabe aktuell gemacht. Das fehlte noch irgendwie. Ich kann nichts machen. Wenn du auf Kommunikation gehst, was gibt's denn da? Ich habe den Task, dass der Helikopter uns abholt, jetzt mal aktuell gesetzt. Der war noch nicht auf aktuell gesetzt. Das habe ich auch gemacht. Ach so. Vielleicht kommt er nicht, weil hier die Feinde in der Nähe sind, dass er deswegen wieder abdreht. Fahrzeuge ein. Ah, super, was für eine Scheiße. Scheiße, die suchen uns. Hm. Ich habe nur noch Splittergranaten. Also ich habe bei Communication kann ich zum Beispiel Equipment AI. Nein, der Striker ist genau vor mir. Kann ich noch disable Realming All und sonst nichts, wenn ich das mache. Microphone activated. Okay, das war's. Ach, das war's. Ja, das war's.
Der Paulus kann ganz nicht hier umherstehen. Der fährt weg. Ja, der kommt nur von oben. Da wollen wir beenden? Das bringt ja nichts da. Ja, ja. Ja, warte mal, ich glaube, die kriege ich fast. Jetzt fährt er weg. Jetzt kommt der Heli wieder. Lebst du noch? Ja. Ja, gut. Würde ich sagen, gehen wir raus. Macht keinen Sinn.